Mittwoch. Ich bin wieder mit einem neuen Video da, meine lieben Nosy Rosies. Ich freue mich riesig drauf. Ich hatte letzte Woche habe ich ein Video gedreht über Homosexualität im Dritten Reich. Aber leider habe mein Vorstand Faxen gemacht und deswegen konnte ich nicht wirklich das Video veröffentlichen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr drunter schreiben, ja, wir wollen euer das Video sehen über das Dritte Reich und Homosexualität. Schreibt mir einfach, dann poste ich es doch nochmal. Gut, unser Thema heute ist Lesben in der Gegenwart. Ich habe hin und her überlegt, mache ich jemanden von L-Word, der homosexuell ist, oder mache ich, weiß ja nicht, heller von Sinnen. Dann habe ich mir gedacht, stopp! Bevor ich irgendeine Lesbe nehme, die eine Lesbe ist und mehr nicht und einfach prominent ist, nehme ich doch jemanden, der sich total für die Gay-Community auf der Welt einsetzt. Ich habe mich für Lady Gaga entschieden, die nur, in Anführungszeichen, bisexuell ist. Aber ich finde es wichtig, jemanden wie sie vorzustellen, weil sie ungefähr jeder kennt. Und ich mag persönlich Lady Gaga einfach voll. Deswegen wollte ich sie euch vorstellen heute. Ihre Musik kennt ihr wahrscheinlich alle. Pokerface und Bad Romance und Just Dance. Jetzt habe ich's. Genau, die Lieder kennt ihr sicher alle, hat ja jeder mal ein Ohrwurm davon gehabt. Ich liebe sie, auch wenn ich nicht jedes Mal die Namen auswendig kann. Aber, jeder kennt sie, aber nicht jeder weiß, wie viel sie sich für die homosexuelle Bevölkerung auf dieser Welt einsetzt. Hauptsächlich natürlich in Amerika, da wo sie auch herkommt. Aber interessanter Fact über sie, sie ist in Sydney Ehrenbürgerin geworden, weil sie sich eben so für die Gay-Community in Australien auch eingesetzt hat. Und sie hat sich total für oder gegen die Kampagne Don't Ask, Don't Tell eingesetzt, die in den amerikanischen Armeen eben noch bis Mitte 2011 durchgeführt wurde. Das heißt, in der amerikanischen Armee durfte man als Homosexueller eben nicht darüber reden, keine Handlungen in dieser Art und Weise durchführen. Und genau, man musste sich sozusagen verstecken, man durfte sich nicht wirklich outen und man musste für sich selber sozusagen entscheiden, entweder das oder das. Dafür hat sie sich eben eingesetzt, dass dieses Gesetz eben nicht mehr durchgeführt wird und erfolgreich. Also sie hat nicht jetzt selber alles ins Rollen gebracht und wegen ihr haben dann alle Senatoren gesagt, ja, Lady Gaga hat gesagt, sowas nicht, aber sie hat sich eben extrem dafür eingesetzt. Ich werde drunter noch ihre Rede posten, die ziemlich ergreifend war. Und ich finde, so jemand wie sie, der klar ist sie populär und kann das eben nutzen für eben positive Sachen. Und sie setzt sich für Leute ein, die eben nicht so viel Rückhalt haben wie jetzt andere. Sie hat auch immer gesagt, homosexuelle Ehen sollen endlich in jedem Land, überall, in jeder Kultur erlaubt werden, weil sie eben meint, so eine Art von Gesetz, also eben sowas wie Homo-Ehen, also wenn Homo-Ehen nicht erlaubt werden, ist es wie eine Diskriminierung, ist es natürlich auch. Und so wird gleich entschieden, wer, also welche sexuell orientierte Gruppe besser ist und eben nicht. Genau. Ich persönlich finde ihr Engagement super. Wenn jemand so populär ist, sollte man auch irgendwas Gutes tun und nicht einfach nur Kinder aus der dritten Welt adoptieren. Deswegen ein Daumen hoch von mir. Aber man muss dazu sagen, es gibt viele Kritiker, die Lady Gaga eben kritisieren. Weil sie sagen, sie macht es nur, damit sie einfach in die Presse kommt und damit kriegt sie immer mehr Fans und das finde ich natürlich super für ihren Geldbeutel, der eh schon ziemlich groß ist. Aber ich persönlich sage dazu, auch wenn sie das nur für ihr Image macht, scheißegal, es werden trotzdem gute Sachen daraus. Es fließen neue, gute, super Sachen daraus. Und ja, außerdem glaube ich nicht, dass das immer ein Image-Ding ist, weil sie viele homosexuelle Freunde hat, die positiv über sie berichten. Und ich glaube, solche Kritiker gibt es immer. Und darüber sollte sie sich bestimmt keine Sorgen machen, weil ich glaube, die andere Seite ist viel größer und viel... Ja, genau.
Das war jetzt kurz über Lady Gaga, die ich vorgestellt habe. Kurz und bündig, nur für euch. Also, wie gesagt, wenn ihr mein anderes Video über die Homosexualität im Dritten Reich sehen wollt, sagt Bescheid, ihr könnt mir schreiben. Und ich wünsche euch natürlich auch, es ist Mittwoch, der 21. Dezember 2011, natürlich frohe Weihnachten. Ich bin zum Nikolaus mutiert worden. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz viele Geschenke, ganz viel Freude mit eurer Familie oder wie auch immer ihr feiert, mit eurer Freundin oder, genau, Freunden. Könnt ihr ruhig berichten, wie ihr euer Weihnachten feiert. Ich werde natürlich bei meiner Familie feiern und morgen schon Bescherung mit meiner Freundin haben. Ich habe ungefähr das beste Geschenk für sie, aber ja. Ach, noch kurze Frage an Leute, die sich total gut mit Technik auskennen. Ich habe ein Problem mit dem Fernseher. Ganz wichtig, wenn jemand mir das sagen kann. Weil ich glaube, ich habe einen Geist im Haus, weil ich schaue Fernsehen, ganz normal, tüdelüdü. Und dann, ich hab nicht meine Fernbedienung, ich habe meinen Fernseher gefunden, so muss man es sagen. Also nicht auf der Straße, im Treppenhaus, den habe ich mitgenommen. Ich durfte ihn aber auch mitnehmen, glaube ich. Ich habe ihn halt einfach mitgenommen. Und 2 Wochen, 3 Wochen, super gelaufen, ja. Es ist ein alter Fernseher, ich zeige ihn euch mal. Ein alter Fernseher, aber er tut's. Also er hat's bis jetzt noch echt super, hat gelaufen, auch wenn es so 4 Kanäle waren. Aber ich gucke heute Fernsehen und auch gestern und auf einmal schaltet der um. Und dann war auch immer die Einstellungen da. Und ich habe keine Fernbedienung. Also entweder ist jemand unter meinem Bett, da habe ich aber schon nachgeschaut, mit einer Fernbedienung. Dann habe ich gedacht, vielleicht, weil komischerweise immer nur, wenn ich da saß, nur dann hat Dings, was anderes. Deswegen habe ich unter der Decke nachgeschaut, unter der Matratze und unter dem Bett, ob da irgendwas ist, und da ist nichts. Und ich glaube, der Fernseher ist so alt, da gab es doch gar keine Fernbedienungen. Also, was kann ich dagegen machen, dass mein Fernseher nicht von selber Faxen macht und dass er wieder geht? Und ja, ihr kennt euch sicher gut aus mit Technik. Ihr seid ja Lesben. Spaß. ja, das war's von mir vom Mittwoch, von Lady Gaga und vom Lesben in der Gegenwart. Wie gesagt, frohe Weihnachten, bis nächste Woche. Habe die Ehre!